Hey, wir sind mit einer weiteren Folge von Pokémon Super Mystery Dungeon. Ja, wir sind wieder zurück und heute geht es hier weiter. Ich muss so schnell gucken, ob alles läuft, wie es laufen soll anscheinend. Ja, ich muss ja trotzdem nochmal was machen, um das hier ein bisschen sichtbarer zu machen. So, sehr schön. Und wir können jetzt hier und heute weitermachen. Letztes Mal haben wir ja quasi gegen Giratina gekämpft. Und es kommt die heilige Stätte des Dorfes als nächstes Kapitel direkt am nächsten Morgen. So. Am nächsten Morgen. Meine Güte, ich muss ja drücken. Oh, ich bin auch so müde. Nach der Standpauke bis in den Morgen blieben eben kaum Zeit, um zu schlafen. Aber gut, wir hatten uns schließlich nachts unerlaubterweise rausgeschlichen. Also, es ist natürlich kein Wunder, dass wir ausgeschimpft wurden. Wie es wohl Willi geht, oder ob Karippas hier wohl gerade die Leviten liest. Ja, stimmt. Das war ja was. So, Plan, es ist auch schon wach. Ah, guten Morgen. Schon wieder wach, wie ich sehe. Ah, das ist gestern ganz schön was anderes müssen wie. Wobei ich mir sicher bin, dass Karippas einfach nur Sorgen um euch gemacht hat. Das bleibt nun mal nicht aus, wenn ihr euch in Gefahr begibt. Dafür musst du schon Verständnis haben. Hast du? Na, dann ist ja gut. Übrigens, wie sieht es eigentlich mit dem Gedächtnis aus? Kommen die Erinnerungen schon wieder? Irgendwas, an das du dich schon erinnern kannst? Nope. Nichts? Naja, ist ja nicht schlimm. Es kann mal eben. Man kann eben nicht jeden. Man kann nicht alles erzwingen. So. Meine Güte. In unserer Welt hast du dich aber schon etwas gewöhnt, wie? Das ist ein gutes Zeichen, zumindest. Gut, Karippas würde euch am liebsten kaum mehr nach draußen lassen, aber ich finde ja, Kinder sollten womöglichst viel erleben und auf diese Weise lernen. Sicher, eure Einsätze können auch schon mal gefährlich sein, aber ihr lernt dabei so viel. Ich dachte mir neulich schon mal, Blasen so ein Dungeon. Ausflügen gegenüber ja recht aufgeschlossen. Ja, stimmt eigentlich. Sorry. Ich unterstütze eure Einsätze rund ums Dorf jedenfalls. Ihr müsst dabei natürlich auf der Hut sein. Nicht den Megalon über den Weg zu laufen. Wieso wählst du den noch immer? Der haben wir noch nie gesehen mehr seit Folge 1. Aber egal. Aber ihr habt ja jetzt Sommerferien. Genießt diese Freiheit ruhig. Sehr schön, dann gehen wir mal raus. Das ist immer noch nicht sauber, Willi. Arbeitet gefälligst etwas sorgfältiger. Na gut. So, fertig. Von wegen fertig. Da. Nennst du das etwas sauber? Und hier ist auch alles voller Dreck. Die wirklich schmutzigen Stellen hast du einfach alle ausgelassen. Fertig. Kann ich jetzt wirklich alles geputzt? Soll das ein Witz sein? Müsst fix gleich nochmal von vorne an. Was? Sieht aus, als wäre die Strafe zum Putz verdammt worden. Was ist das denn? Ein Blatt Papier? Ist eine Nachricht von Willi. Huwex, das ist die Nachricht von Willi. Huwex. Tut mir leid, ich kann heute nicht gemeinsam mit dir spielen. Ich muss zur Strafe für gestern den ganzen Tag das Haus putzen. Unsere Arbeit als Juniforscher muss deshalb leider nur einen Tag warten. Tut mir wirklich leid, Lügose Willi. Willi wird echt hart bestraft, aber naja, solange es nur ein Tag ist, wollte ich die anderen mal fragen, ob die mich in den Dungeon begleiten. Jetzt mal Willi mal zu Hause. Was sagst du dann? Planus und Corypus haben von der Sache gestern Wind bekommen. Und ihr wurdet deshalb bitterböse aus. Und ihr wurdet deshalb bitterböse ausgeschimpft. Oh, verstehe, das ist auch so schön, das ist nicht klar. Ich kann die Stimme nicht aufhalten, das ist unglaublich. Ich verstehe, dass sie auch so schön wurde und nein, für euch. Ich hatte gestern schon ein total schlechtes Gewissen, um ganz ehrlich zu sein. Wahrscheinlich für euch besser, dass die Sache. Es war wahrscheinlich für euch besser, dass die ganze Sache aufgeflogen ist. Aber, ja. Ja, sie hat recht. Dann, nachdem wir beide rausgegangen sind, haben wir alle noch kurz miteinander geredet. Wir waren uns einig, dass es besser wäre, unseren Eltern alles zu erzählen. Deshalb haben wir ihnen nichts verheimlicht. Sie wissen alles.
Reaktionen waren offen. Die Reaktionen waren offenbar gemischt. Meine Mama ist voller Wut fast explodiert. Was ist eigentlich deine Mutter? Wir dröhnten immer das Schild, oder was war sie? Ich hab Standpark bekommen. Aber der Aufwischer natürlich auch. Meine Mutter ist sicher mit dem richtigen Klingel gekommen. Sie hat sich bestimmt große Sorgen um dich gemacht. Ich finde, das zeigt, wie wichtig wir unseren Eltern sind. Genau. Genau. Ihr sollt froh sein, dass ihr jemanden habt, der Sorgen um euch macht. Ich habe gar keine Eltern, die sich so rührend um mich kümmern könnten. Deshalb sind wir uns alle einig. Es war richtig, unsere Eltern alles zu erzählen. So ist es also. Um ehrlich zu sein, haben wir uns alle etwas Sorgen um euch gemacht. Willi. Allerdings, hey. Aber wenn ihr auch ordentlich ausgeschöpft wurdet, alles ist in Butter, ne? Ja. Der einzige Unterschied ist, dass ihr die Sachen verheimlicht und seid aufgeflogen. Na gut, Hubex. Ist das ein Dungeon auf dem Abenteuer gehen, was? Du willst nur, dass einer von uns mitkommt? Das klingt nach Spaß. Wäre auf jeden Fall dabei. Und ich erst. Nach der Sache gestern schulde ich dir noch was. Ich auch. Ja, auch mit dabei. Sieht so aus, als wollten alle mitkommen, aber natürlich ich auch. Es ist frei, weil du möchtest einen Dungeon mitnehmen. Schwierige Frage. Ja. Das ist echt eine gute Frage. Wen nehme ich denn mit? Ich nehme, glaube ich, mal Pampa mit. Oh, du hast dich für mich entschieden. Na, was für wen denn auch sonst? Wahrscheinlich kann der Rest von uns nach Hause gehen. Okay, gehen wir mal mit Pampam, weil, naja, wir sind halt mit ihm noch nicht unterwegs gewesen. Gucken wir mal. Genau hier wollte ich noch reingehen. Ob es irgendwas Neues gibt. Kangama Café. So, willkommen im Pokémon Café. Anziehung und 3 Heilsamen. Schau. Sehr schön. Und da hinten liegt, glitzert irgendwas. Hallo? Cool, ein Drift-Zeppeli. Was hat das wohl. Ah! Lass mich mit Drift-Zeppeli reden. Driften macht Spaß. Ja, das glaube ich dir. Jetzt habe ich einen Apfel. Okay. Gut. Okay. Fluffeluffelino und ein Radfratz. Ah, hier ist der Parenta. Schön, ich bin jetzt wieder Ballkräften. Er braucht euch keine Sorgen, ich mache nur Korrektions. Da offenbar ans Bett gebunden. Ja, gut. Sonst ist doch hier irgendwas Neues? Nö, okay. Ich möchte eigentlich alle Sachen mit dabei haben. Ich will die ganzen Katzen jetzt nicht nochmal sehen, falls irgendwas passiert. Also speichern wir hier nochmal. Jawohl. Spielstand wurde gespeichert. Wir haben 4 Bosse besiegt bisher. Das ist schon mal eine gute Sache. Und wir haben noch offene Aufträge, aber ich möchte noch mal kurz gucken. In unseren Connexus-Sphäre haben wir 40 neue Einträge. Wow. Wirklich wow. Hier hinten scheint jemand Probleme zu haben. Glurak, Despota, Vipitis, die kann ich alle noch mitnehmen auch tatsächlich. Ah, hier hinten scheint irgendwo was zu sein, auch habe ich gerade gesehen, glaube ich. Hier haben wir Grammoklus, Hypnomorba. Scampisto. Ah, man sieht hier das Sternen. Okay. Man sieht aber Sternen, wo halt die nächsten kommen könnten. Ist schon mal gut zu wissen. Können wir hier so abgucken. So ein bisschen. Ist mit die Ziel, das haben wir schon. Zurückkicks haben wir auch noch nicht. Hier, Praktibalk. Haben wir zum Beispiel jetzt gesehen. Mittlerweile, sorry dafür, für den Schneuzeli. Ah ja, hier sind die ganzen Pokémon tatsächlich. Hydragil. Ich müsste mal Letraking, haben wir auch gefunden, Trassel hier neu. Ich müsste echt mal gucken. Ganz nach oben vielleicht. Karippas, Hippopotas, ja genau, Magpie. Ich müsste mal
alle hier abklappern, das ist das Problem. Turbo? Es gibt einen Turbo. B, also. Das ist ja gut, dass es einen Turbo gibt. Den habe ich noch nicht gesehen. Hier sind ganz viele neue da hinten. Die müssen jetzt bald kommen, Mann. Auf der Höhe. Habitag. Ich möchte die nur kurz freischalten, dass es nicht mehr so dämlich aufleuchtet, tatsächlich. Guck mal da, Porenta. Viscora. Pam Pam. Magpie hatten wir schon. Oder so. Egal. Ich glaube, es gibt keine neuen Aufträge. Ich wollte es nur kurz mal erledigen. Ja gut, wir haben nur noch 24 übersehen, aber na hey. Was soll's? Wir haben einen neuen Dungeon. Der neu angezeigt wird. Ja, winzige Wiesen. Tatsächlich. Aber da haben wir noch keinen Auftrag. Und wir machen jetzt einen ganz normalen Auftrag mit hier Pam Pam, weil ich möchte irgendwie den sehen. Hm. So, wo gehen die hin? Nektarwiesen. Was haben wir denn hier? E9. Ja, warum nicht? Warum nicht? Okay. Mit Lorblatt gehen wir. Das heißt, wir haben Wasser, Dark, Kampf und... ja, schaue ich mal, dass irgendwas dazu passt. Wenn Glurak könnte, wäre cool. Oder wir nehmen einfach Dragoran, aber den haben wir noch nicht Sachen wieder beigebracht. Tatsächlich. Glurak ist nicht hier. Sieben soll aber auch keine Sachen beigebracht. Victini auch nicht. Imolga ist nicht hier. Dumissel wäre hier. Vulpix ist zu low level. Brutalander vielleicht. Ja, komm. Haben wir Brutalander hinzu. Und gehen zurück und auf geht's. Oder warte mal, Lagertruhe. Ich müsste doch eigentlich einen neuen Ringel haben. So schaut's aus, genau. Ablegen. Und den müsste ich jetzt eigentlich... Warte, ich habe da noch mehr Sachen, glaube ich. Äpfel. Fassungsorb. Ein Mini-Belebersamen. Sindelbeere. Apfel. Ein Tempo-Up könnte nochmal wichtig werden. Ach, egal. Okay. So, das müssten wir eigentlich das haben, was wir brauchen. Okay, dann geht's noch mit dem Item mitgeben, genau. Hier haben wir doch den Spezialverteidigungsring. Erhöhte Spezialverteidigung des Trägers. Gebe ich mal mir tatsächlich und dann. Oh fuck. Ich wollte auf los drücken, aber ich bin wie immer sehr langsam, was das angeht, anscheinend. Naja. So, los geht's. Ja, ich habe schon wieder 13 Minuten verballert, diese Folge. Naja. Dann machen wir den Auftrag noch und dann. Schauen wir mal. Lorblatt ist mit vor der Partie. Sehr schön. Finde ich gut. So, es ist schon wieder ein bisschen her, wie ich gespielt habe das letzte Mal. Wie ging das denn nochmal? Abschluss. Ja, komm. Gönnt ihr. Das war nicht so schlecht, tatsächlich. Und besiegt wurde. Wo ist denn Lorblatt? Ah, Lorblatt ist hier oben. Okay. Was haben wir denn hier für einen schönen Schnarchnasenzweig? Gut. So, Eisen. Das macht meist Schaden. Wait, das hier sind Samen, tatsächlich auch. Plosivsamen, sehr schön. Ich will die Items hier tatsächlich haben. So, was habe ich denn hier Schönes? Zahlklar vielleicht. Ja, nicht super schnell einsetzen, das ist doof. So. Konfusionszweig. Irgendwas ist hier unten noch. Hinter uns. Okay. Ich sehe hier bei den Blumen halt so wenig am besten. Das ist das Problem. Ja, gut. Weiter geht's. Nektarwiesen E2. Wow, sind hier wieder viele Items. Meine Güte. Okay, hier sind zwei Bären. Eiszahn. Hier auch über Aquaknarre. Oh. Aquaknarre?
Rankenhieb tut weh. Aua. Aua. Ja, komm, heilen wir uns mal eine Runde. Au, sag ich ne? Nö. Bam. Easy. Alter, nicht auf mich. Mann. Ja, setz mal Fliegen ein. Holy shit. Level up für mich. Level 16. Cool. Mist. Ja, wir werden uns wahrscheinlich hier wieder nicht entwickeln, so wie in jedem Spiel. Braucht man meist was Spezielles. War meist der Fall. Ich will tatsächlich jetzt eine Massenangriff starten hier. Nice. Flea-Orb, okay. Haben wir noch einen Flea-Orb gefunden? Ist nicht schlimm. Ist gut sogar tatsächlich. Hier liegt eine Fragia-Beere, die. Warum nicht einfach mal essen? Egal. Fermicula. Es wäre sehr cool, wenn du beim Pumpern jetzt eine. Genau diese Attacke, das ist sehr schön. Chaos Orb. Tauschen gegen eine Mariana wäre, die brauchen wir nicht. Eiszahn. Schmarotzer. Nicht so cool. Hier unten weiter, eventuell. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte. Hier sind auch Items wieder. Sammeln die ein? Nee, nicht so gern. Okay. Dann gebe ich. Okay, hier kommen wir wieder in den gleichen Raum. Okay. Ein Ampidiffel ist hier. Das hat mich jetzt auch überrascht, gerade das zu sehen. Was hat der denn? Ja, dann tausche ich das natürlich gegen das normale Ringel hier. Okay, kann ich gar nicht. Hier. Muss ich so machen, weil die Beeren brauche ich dann hier eh nicht, die ganzen. Tatsächlich. Wo ist denn die Treppe? Hier ist die Treppe. Hier ist ein Mehikel, ein böses. Sehr schön. Und können wir weiter. Nektarwiesen E3. Wir müssen zu E9, wie wir wissen. So. Fernkampf, jawohl. Sehr nice. Hier ist ein Äpfelchen. Das essen wir einfach mal. So. Alles gut. Oh, Knilz hat Attackensalve aufgehoben. Das will ich haben. Das will ich immer haben, sobald es verfügbar ist. Attackensalve ist einfach broken. In diesem Spiel. Oh, ein. Ach komm. Ach komm. Ach komm, scheiß drauf, machen wir es einfach. Gibt sicher gut XP. Ich möchte dieses Knilz finden. Knilz, bist du irgendwo hier? Ja. Denk mal, dass es das Knilz hier ist. Jawohl. Aufstecken auf meinen Ringel. Sehr schön. Kommt schon, wir gehen jetzt die Treppe hoch. Sag ich mal, manchmal ein bisschen ruhig heute wieder, weil das liegt daran, dass ich wieder etwas unausgeschlafen bin. Ich brauchte die Folge, weil ich eine natürlich hochladen wollte, tatsächlich. Logischerweise. Und deswegen halt quasi dazu jetzt mehr oder weniger mich entschieden habe, jetzt aufzunehmen. Okay. Macht das Angst. Ich hoffe, ich finde die Treppe bald, weil ich sehe gerade, unser Kollege Lorblatt hat sich verfahren.
kann man so sagen fast. So, B. Sehr schön, Elixier. Das nehmen wir natürlich immer gerne mit. Amphragia-Beere brauche ich dann nicht so unbedingt. Welches Lorblatt wartet? Lorblatt geht in die falsche Richtung. Natürlich. Ah, Mann. Das Lorblatt, komm. Ja. Was passiert hier? Okay. Lorblatt, schaffst du das alleine? Ja, okay, ist ein Mehikel. Sollte eigentlich reichen. Was haben wir hier? Brandschutz. Ja, komm, warum nicht? Ist ja egal. Was haben wir hier? Zweite Chance. Aha. Treffe wahrscheinlich Attacke des Trägers. Gebe ich mal Pampam dann. Das ist der Armstoß. Dann gebe ich dir das mal. E5, Nektarwiesen. Noch immer. So, hier sind ein Äpfelchen. Kann ich immer essen. Schon gut. So. Ich würde jetzt gerne links gehen hier. Ich hätte vielleicht auch nochmal hochgehen können. Jetzt haben wir hier Stärke plus Y. Das gebe ich auch hier Butterlande. Schlafzweige. Zweige mag ich gerne. Die mag ich echt gerne im Spiel. Bin ich ein großer Freund von geworden. Stärke plus X. So, jetzt geht's ordentlich ab. So. Wie war das hier? So, jetzt haben wir Brutalander hier als Führungsperson. Jetzt braucht es wieder zwei, aber ich bin neugierig, wie viel Damage das macht. Das 262. Holy shit. Das macht echt viel. Und ich glaube, Orbs werde ich auch sehr oft noch verwenden. Tatsächlich. Ich möchte es zumindest versuchen diesmal. Und hier kann es Brutalande ja durchführen. Also hier Mini-Belebersamen muss ich auf jeden Fall haben. Da haue ich von mir sogar einen Apfel weg. Oder was haue ich hier weg noch? Eventuell. Wir haben zwei Flea-Orbs, oder? Ja, dann haue ich einen Flea-Orb weg. Okay. Nicht cool. Hydragil. Ja, das macht wahrscheinlich genau nichts. Drachenklaue. Bam. Easy. Easy. Hier verfolgt uns was im Hintergrund. Nice. Der war ganz schön gut, Pampam, gerade. Bist wahrscheinlich auch höheres Level, als wir gedacht hatten. Sehr schön, hier schläft sowas. Ein Zickzack. Ja, komisch, dass ich noch nie gesehen habe. Und dieses schläft auch erstmal. Ist nun hier Gravit besiegt. Und weitergehen, jawohl. Sehr schön. Okay. Erstmal hier. Habe ich irgendwas fern? Nee. Ich habe keinen Flammenwurf. Ich bin halt kompletter Nahkämpfer. Hier mit Giftschutz aufstecken. Na komm. Einfach weil wir nichts sonst nichts haben. Sinelbeere tauschen mit. Mit was, ja? Das ist die Frage wieder mal. Das ist wieder die Preisfrage. Glaube ich tatsächlich. AK-Sops sind nicht schlecht. Ach komm. Was hilft's? So. Komm her. Sehr schön, Donnerzahn und bam. Sehr schön, down. Ab. Links. Okay, jetzt ist es wieder ein bisschen verwirrend hier. Was haben wir denn hier? Effektivschlag, warum nicht? So. Hier rum und darüber und ich bleib zurück natürlich.
Muss ich da etwa zurück? Nee, okay. Alles gut, alles easy. So. Das ist ein Vehikelchen. Hallo. Ja, Wachstum. Nur so viel du willst. Ich habe immer Angst, wenn es dann nach zwei Boosts es hittet. Aber eigentlich kein Problem sein. Das wird jetzt wieder sehr schmerzhaft. Genau. Erstmal hier nochmal den Elixier trinken. Huvex. So. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Und dann gehen wir mal weiter. Nektarwiesen E7. Okay. Wir haben hier einen Donnerzahn. Und du bekommst auch gleich einen Donnerzahn. Komm her. Wenn du nicht herkommst, komme ich zu dir. So, jetzt Donnerzahn. Bam. Macht noch immer genug. Fassungsorb. Nee, brauche ich nicht. Okay. Donnerzahn. Wie gesagt, ich brauche nicht mehr gegen dich. Und Huvex macht das schon alles sehr schön alleine. Jetzt schlafe ich erstmal. Oder auch nicht. Okay. Hier ein Äpfelchen wieder mal essen. Wie gesagt. Okay, gut. Ah, jetzt Pam Pam. Nicht cool. Nicht cool. Sehr schön. So, kommen mal hier nach runter. Runter, runter, hoch. Und hier müsste irgendwo wieder. Ist hier noch ein Raum? Nee, okay. Dann müsste hier drüben irgendwo das Ganze sein. Säurespeier. Na egal. Komm. So, sehr schön. Komm her. Und fliegen. Und dann. Was ist ab? Ja, komm, dann verwende ich den halt direkt. Verwende ich ihn bei dir erstmal. Weil, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ist sehr wurscht. So, das war, ist heute eine sehr ruhige Folge, aber nach dem Dungeon werden wir dann wohl oder über die Folge wieder quasi beenden. Was gibt's denn hier sonst so? Ja, ich würde gerne das Elixier mitnehmen, aber ich kann nicht. Hab genügend. Leider direkt schon. Egal, es ist zwar nicht sehr effektiv, aber hey. Putterland ist halt ein Monster. Stärke plus X. Schade, das wäre jetzt gleich auch irgend sowas in der Art gewesen, tatsächlich. Zurück. Abandoned Mission. So, hier geht's weiter. Dann gehen wir mal hier runter. Was gibt's denn hier so Spezielles? Nope. Ich will erstmal zurück. Mihikl hat den Elixier aufgehoben. Okay, komm her. Boah. Boostet sich erstmal. Wow, gut, dass es quasi immer trifft bei Huberg. Meine Güte, die Attacken sind aber so OP. Na komm, ich trinke das mal. Und zwar bei. Pam Pam. So, gönnt ja. In der nächsten Stufe müsste die Türe sein. Das heißt, hier unten müsste irgendwo quasi. Nice. Sehr schön. Und hier ist die Treppe. Und dann müssten wir nur mal die rote Türe finden. So wie gesagt wurde. Hier irgendwo eine versperrte Tür. Okay. Ironischerweise sind wir jetzt auch im Treppenraum. Bin ich auch auf Wasser? Tatsächlich mit Butterlander? Ich glaube ja. Warum greife ich eigentlich immer mit Donnerzahn an? Ich weiß es nicht. Aber. So, jetzt komme ich mal hier vorbei. Fluchtwert steigt. Das ist nicht so cool tatsächlich. Ah, ich treffe. Sehr schön. Gut. Okay, wo geht's denn hier? Ich möchte das echt mitnehmen.
Wichtiger als Chaos Orb ist es auf jeden Fall. So. Ja, erstmal quer den Raum geschleudert. Easy. Das war denn hier Poké-Dollar. Und jetzt versuchen wir nochmal die versperrte Türe, oder? Wie war das? So, was gibt's hier? Farbzweig. Ja. Können wir nicht nehmen. Müsste. Meine Güte, jetzt. Sollte mich mal in Ruhe lassen. Die ganzen Viecher. Besonders dieses Knilz. Das verfolgt uns ja auch schon überall die ganze Zeit. Und Tangela sowieso auch. Nice Pam Pam. Gut gemacht, hier ist ein Laukap. Ausdauer, okay, war das. Gut. Wo ist denn diese Türe? Wir sollten also quasi ihr Ingo auf der rechten Seite sein. Tatsächlich, ich hätte mir eher hier erwartet zwar, aber hey, was willst du machen? Alter, ist diese Ebene groß. Und hier bin ich wieder vorbeigegangen, natürlich. Okay. Wo ist dieser Raum? Dieser böse Raum. Schalali und Schalala. Hier ist dieser böse Raum. Tür ist verschlossen. Snowblood, bitte öffnen Sie. Dom Kachang. Dom Chang. Genauso hört sich für mich an, wenn Japaner reden. Gut. Hier ist eine Treppe. Ja. Am Ende. War dann Ende des Dungeons? Liegt der Dungeon Blätterplateau. Ah, so können wir manche Dungeon. Finden. Cool. Früher war das gleich so, wenn man die geöffnet hat, waren entweder ein legendäres Pokémon drin, was früher ganz, ganz früher die Regis waren. Und dann, glaube ich, war eine Treppe drin, die dich ein paar Ebenen weitergeführt hat tatsächlich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber naja, danke, jetzt kann ich das endlich schaffen. Hm, ja, sehr schön. Wir sind jetzt quasi immer dorthin. Ne, ich glaube, wir können so jetzt hin, aber egal. Im Lore bleibt jetzt auf jeden Fall in unserer Freundesliste hier. Und welche neuen Möglichkeiten gibt es uns? Ist das ein... Ingos Rotes ist hier und unten ist gleich ein... ich weiß es gerade den deutschen Namen wieder nicht. Ach, geil. Tromborg auf jeden Fall. Auf Englisch. So, ich habe das jetzt mit Brutalander geschafft und heute ist Schluss mit der Forschungsarbeit. Morgen werden die wieder gemacht. Tja, so läuft es, wenn ich mit von der Partie bin. kleinen Kiesel erhalten. Cool. Bin heute irgendwie in Geberlaune. Also bin ich eben. Mach's gut. Du hast mir Kiesel gegeben. Cool. Verbunden. Dampf. Naja, unser Team heißt der Dampf. Dampf und die Kinder von der Schule, ja? Mach schon, wie es kommt. Sie aus und verbunden. Gut. Guck mal, ob es das jetzt okay so. Ja, also eigentlich ist schon wenig gründlich, aber meinetwegen okay. Dann bist du fertig für heute. Ja, endlich bin ich fertig mit Putzen. Danke nochmal. Bin ich mal weg. Moment, nicht so schnell, wo bist du denn hin? Ah, Hubex. Ich bin, das ist dann gedacht, aber machen wir wieder bei irgendeinem falsches Team. Wenn du mal dabei bist, wir können uns dann widmen. Bla bla bla. Oh, Hubex schon wieder zurück. Oh, hallo Blas. Ich sehe, will ich auch mit von der Partie. Sieht aus, als alte Karibis so ganz schön heute schuften lassen, was? Ja, aber ich glaube, diese Strafe ist mal recht aufgewogen. Wobei, er mich eigentlich immer wegen irgendwas ausschimpft. Ich bin das also gewohnt. Ja, Na, ich sehe schon, du nimmst das ja ganz gelassen. Recht so, recht so. Ich finde es im Grunde gar nicht schlecht, wenn Kinder sich heute abenteuerlustig zeigen. Wirklich? Spielt die Oper leider völlig anders. Glaubst du, dass es falsch liegt und das zu eng sieht? Also ich denke nicht, dass er damit falsch liegt. Er macht sich einfach nur Sorgen um dich. Und da unterscheiden wir uns voneinander. Ich mache mir grundsätzlich eher weniger Sorgen. Bist du eher etwa eine lockere Natur? Boah. Und Karibas ist hart. Oh Mann. Sorry. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich selbst auch eher ein abenteuerlicher Typ bin. Ach echt?
Welchen Ort willst du gerne mal erkunden, Planus? Also wenn da Nähe da ist, also würde ich sagen, den Segensberg. Den würde ich schon gerne mal in der Nähe ansehen. Was, den Segensberg? Du meinst den Segensberg? Der Segensberg geht doch als heiliger Berg, oder nicht? Ich dachte, er dürfte keinen Fuß drauf setzen. Naja, das mag schon sein, aber genau das macht die Sache ja so mysteriös und reizvoll. Liegt vielleicht daran, uns selbst noch gar nicht so lange hier im Dorf lebe. Weiß nicht genau, warum man dort nicht rauf darf. Ich denke mir halt, dass ein kleiner Abstecher doch sicher nicht schaden kann, oder? Ich weiß nicht. Klar, wir würden es reizen, aber ich befürchte, dass es super ganz schön auf die Palme bringen würde. Ah ja, vielleicht lässt uns dann wirklich besser bleiben. Ich will ja nur sagen, bewahre dir Stolz trotz allem deine Neugier und deinen Abenteuergeist. Und zu diesem Zweck muss man halt auch manchmal ein wenig die Regeln brechen. Okay. Und du darfst natürlich nicht übertreiben. Nur ein kleines bisschen, verstehst du? Naja, Hauptsache ihr Kinder habt Spaß, habt morgen wieder Spaß und hängt euch ordentlich rein. Werden wir machen. Danach spielten Willi noch ein bisschen und verabschieden sich. An sich selbst rum. Ja. Mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dorthin spielt schon brav weiter.